Was geht, Boys, der Catcher hier zum nächsten Part in Bioshock 2 und Fontaine Institutions und Heide. Was geht denn da ab? Ist das neue Gegner? Nein. Bohrer oder soll ich? Das kann ich nicht. Er verliert Leben? Ich weiß. Ja, tatsächlich. Oh meine Güte. Ja, hast du deinen Frieden? Kurz die Uhrzeit checken. Ja, plus minus. Da ist eine Kamera. Erstmal das hier. Und dann hacken wir. Fuck. Das können wir so machen. Ja. So, jetzt habe ich wieder die nächste Kamera hier und es wird mal wieder Zeit für Big Daddy und Little Sister. Wo sind die Kleinen denn? Papa Cashless braucht wieder Adam. Good. Dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Was zum heiligen Bimbam? Hab ich nicht erforscht? Habe ich tatsächlich. Was nehmen wir denn gegen diesen hartnäckigen kleinen Schurken? So, erstmal das hier. Und dann würde ich sagen, ich will mal die Shotgun ausprobieren. Wie beautiful einfach Köder jetzt geworden ist. Ich kriege einfach ein Leben dazu. Ja, das ist absolut beautiful, Mann. Also jetzt ist Köder wirklich das mit Abstand beste Plasmid, das es einfach, das es jemals gegeben hat. Diese armen Teufel, was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht.
andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. So, und wir hören endlich wieder einen Big Daddy. Sehr schön. Dann gucken wir jetzt mal, wie das funktionieren wird. Ich einfach mal die Shotgun benutzen. Was ist denn der Big Daddy? Schon fertig. Okay. Zeit zum Spielen, Miss Rabbi. Mehr Eltern für Big Sister. Für Big Sister. Gut, ich denke, hier gegen ihn wird am besten erstmal. Ab ohne. Und definitiv. Ich würde sagen, Elektrobot ist wirklich das Beste. Ne? Lebst ja noch. Okay, Boys, ich muss sie kurz wir hier cutten. Eltern gefunden, Daddy. Schlafende Engel leuchten. Eltern leuchtet. Wo Engel hinfallen, wachsen die Rosen ganz hoch. Ich mach dich wieder los wie eine Feder. Hey, wo bist denn du? Ah. Der
aufnehmen? Hier habe ich meine Kinder großgezogen. Schweine! Bisschen mehr Hygiene. Nice. Interessant, interessant. The soundtrack is nice. Sie haben hier fertig. Komm hier. Die hat schon erwachsener geklungen. Für die Sister. Aber auch diabolischer. Heidewitzke. So, wo haben wir ein Little Sisters Versteck? Die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Interessant. Alter Falter. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Okay.
nicer Soundtrack. Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Danke. Immer gern, Kleines. Okay, den haben wir schon erforscht. Perfekt. Dann würde ich sagen, hier tun wir Minigeschütze. Und mit was? Ja, ich würde sagen, Electro Ball ist wirklich die beste Taktik immer gegen den. Dann würde ich sagen, panzerbrechend. Fragen Sie sich, Mr. Meltzer, ist es besser, als unbefugter Eindringling kurzerhand hingerichtet zu werden? Oder möchten Sie lieber vereint werden? Nicht nur mit Ihrer Tochter Cindy, sondern auch mit der Familie Raptures. Es liegt ganz bei Ihnen. Ich rate Ihnen dringend, das Protektor-Programm zu akzeptieren. Sie werden an Ihrer Seite leben und sich an nichts erinnern als an Ihre Liebe zu ihr. Ich bin nicht der Erste, der Rapture gefunden hat, du verrücktes Luder. Und ich werde nicht der Letzte sein. Macht mit mir, was ihr wollt. Solange ich bei Cindy sein kann, bin ich ein glücklicher Mensch. Wow. Das war dark, deep und sehr, sehr nice. Das ist ja der nächste Big Daddy. Tja, den hab ich jetzt, mein Kleiner. Kann er mich wegkicken? Der sieht mich also als Big Daddy an. Oh, ist das interessant. Oh. Wahrscheinlich kann man da von oben rein, oder? Und das ist ein Gitter. Da kann ich auch nicht rein. Möchte vielleicht irgendwas hacken? Könnte es sein? Könnte ich da theoretisch irgendetwas hacken? Das sieht ja nach einem fetten Gang aus. Könnte dann auch höchstwahrscheinlich ein... Guck mal. Es schmelzt nicht. Ach, es ist kein Ei. Doch, es ist Eis. Kein Zutritt. Ich könnte die... Jetzt ist halt die Question. Da haben wir es. Mehr oder weniger, ja? Ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Du machst hier keiner. Oh, hallo.
zu mir kommen, mein Kleiner. So, damit du erstmal schön hier Ruhe gibst, ne? Es war ein Hauptweg, okay. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Ja, Sinclair definitiv ein zweiter Fontaine, nur ein weitaus schlechter. Aber ist auch sympathisch. Das ist eben meine. Das wirst du bereuen. Was geht denn da oben ab, Alter? Warum ist denn da jetzt auf einmal ein... Ah, ist ein Alpha, okay. Das erklärt so einiges. Okay. Wir nehmen jetzt in... Wieso greift mich denn der Typ jetzt auch an, Alter? Calm down of life. Okay, wie ihr wollt. Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen. Indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Das glaube ich hier. Du hast bestimmt auch sehr viele Geheimnisse. Das wird wohl der Hauptgrund sein, nicht wahr? Falsches Plasmid. Ja. Ah, natürlich. Wow, ich habe keinen Adam mehr. Absolut rein gar nichts. Oh, da ist ja noch ein Geheimgang, oder? Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen Zeit überzogen, aber das ist es wert. Ich feiere gerade diese Stelle hier. Ja, Sinclair, definitiv ein weiterer viertklassiger Fontaine. Man muss auch sagen, die Macher haben es ja auch wirklich nicht verheimlicht. Die haben keinen zweiten Twist daraus gemacht. Die haben direkt schon gezeigt, okay, der Typ, diesen Typen, den kann man höchstwahrscheinlich nicht trauen. Deswegen. Ja. Aber das Grundprinzipsystem haben die übernommen, so quasi. Es ging übel aus. Mein Samen verkauft an den Feind. Was? Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich,
diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lam machen. Interessant. Und ich denke, das ist auch der perfekte Moment, um hier aufzuhören. Und dann werden wir direkt mit der Adam-Leiche weitermachen. Auf jeden Fall, Leute, gehabt euch wohl. Bis dahin, der Cashless. Peace out.